In der Prinzregentenstraße hinter dem Friedensengel steht die Stuck-Villa, die ehemalige Residenz des Malerfürsten. Vor fast 100 Jahren stand hier weit und breit kein Haus. Franz von Stuck hatte die Pläne selbst entworfen. Nach einem Jahr, 1898, war das Haus, die Stuck-Villa, fertig. Über den Besitz blickend die Schutzherrin, die kapitolinische Wölfin. Vor der Villa, der Straße zugewandt, die speerwerfende Amazone, eine Bronzeplastik, die Stuck selbst entworfen und ausgeführt hat. In Fachkreisen löste so viel Außergewöhnliches Bewunderung, Kritik und Neid aus. Stuck nahm davon keine Notiz. Dr. Hans Otto Meyer, Kunsthistoriker. Die Villa Stuck gilt als ein wichtiges Gebäude des Jugendstils. Das ist aber ein Urteil, was man modifizieren muss. Das Gebäude Stucks hat nur mit dem Jugendstil die Entstehungszeit gemeinsam. Tatsächlich ist das ein Gebäude, was sich mit seiner ganzen Programmatik gegen den Jugendstil richtet. Der war hier um 1887 in München zuerst aufgetaucht und ein konservativerer Kreis von Künstlern, zu denen auch Lehnbach und Kaulbach gehörte, sah, dass ihnen die Felle wegschwamm, dass ihre Klientel verloren ging. Und man hat dann darüber nachgedacht, welches denn jetzt der bessere Stil sein könnte. Ein Stil sein könnte, der dem Jugendstil widersteht und ist auf den Neoklassizismus verfallen. Neoklassizismus will heißen, dass man sich zurückbesinnt auf die Antike und auf Formen der Antike, wie sie in der Renaissance auch überliefert sind. Und man knüpft damit an Empire, man knüpft damit an die Zeit etwa des Biedermeier, als letzten großen europäischen Stil und sagt, wir wollen also den Historismus nicht, sondern ein Wiederaufleben dieser letzten großen gesamteuropäischen Epoche. Und Stuck war einer dieser Wortführer. Er ist der Erste, der sich diesen Stil adoptiert und ihn umsetzt in der Villa Stuck und ihrer Dekoration. Derzeit um 1900 und auch Franz von Stuck kam es darauf an, nicht die Kunst nur in ein Gemälde im Goldrahmen zu bannen, sondern Kunst in das ganze Leben hineinzutragen, in das tägliche Leben, in die Atmosphäre des Wohnraumes. Und für diesen Zweck entwarf sich Stuck dieses Haus, entwarf sich diesen Raum. Wir befinden uns hier im Musiksalon. Er ist der Gesellschaftsraum, der am meisten aus dem täglichen Gebrauch herausgenommen ist. Im Musiksalon setzt er dann, weil er eine solch erhöhte Bedeutung hat, auch Philosophie um. An der Decke zum Beispiel erscheinen die Planeten. Damit spielt er an auf die antike Auffassung, dass die Planeten in einem harmonischen Verhältnis untereinander stehen und dass dieses Längenverhältnis harmonische musikalische Klänge erzeugt und bedeutet. Hier bildet er ganz deutlich ab den Gegensatz zwischen dem Apollinischen auf der einen Seite und dem Dionysischen auf der anderen Seite als die beiden Gestaltungsprinzipien der Kunst. Das eine bedeutet hier die perfekte Form, das andere drüben die triebhafte Dynamik, die es gilt, im Kunstwerk zusammenzubringen, zu vereinen. In der äußeren Gestaltungsweise, im System des Wandaufbaus zitiert er Wandmalereien von Herculaneum und Pompeji, die er dann aber auch noch höht mit diesen kleinen Goldleisten. Sowas kommt natürlich in antiker Malerei nicht vor.
Der wichtigste Raum im Haus, gleich einem Festsaal ausgestattet, das Atelier. Das Atelier war zugleich Ausstellungsraum für die Gemälde. In diesem Saal pflegte Stuck seine Gäste, auch die Modelle, zu empfangen. Hier malte er. Links an der Wand ein Altar, der dem Besucher sofort ins Auge fiel. Im oberen Teil des Altars war das Gemälde Die Sünde eingelassen. Wertvolle Gobelins hingen an den Wänden. Ausgesuchtes Mobiliar stand zwischen den Gemälden. Heute ist das ehemalige Atelier im ersten Stock Ausstellungsraum und zugänglich für die Besucher des Museums. Von dem Prunk und Aufwand ist nichts mehr zu sehen. Der Altar ist verschwunden, die Gobelins gibt es nicht mehr. Doch die Kassettendecke blieb erhalten. Der Fries, von Stuck entworfen und gemalt, ist ebenso noch im alten Zustand und kann heute noch bewundert werden. Fantastische Szenen spielender und jagender Zentauren, halb Mensch, halb Pferd. Stuck hat sie wild und ungezügelt, ihre Triebhaftigkeit auslebend, als Frauenräuber dargestellt. Die schwarze Tür führte in die Privaträume. Hier hatte er auch seine Malutensilien untergebracht. Es heißt, Stuck sei ein stiller, in sich gekehrter Mensch gewesen. Er arbeitete Tag und Nacht, unermüdlich und schweigsam, für die Modelle sehr anstrengend. Dr. Alexander Rauch, Kunsthistoriker. Wenn sich die Tür öffnet und der Besucher ins Vestibül kommt, in die Vorhalle der Villa, dann hat er schon draußen an der Tür das Gorgonenhaupt gesehen, das Stuck als Plastiker in Form eines Medusenhauptes gestaltet hat. Der Blick hat ihn aufgeführt sofort in die sogenannte Medusa Rondanini, ein plastisches Bildwerk der Antike, das uns zeigt, dass hier in diesen Räumen sehr vieles, eigentlich alles Anspielungen sind, historische, historistische, symbolische und symbolistische Anspielungen. Schon im Vestibül, hier im Eingangsbereich, wird dem Besucher deutlich, dass Bild und Bildung zusammenhängen. Denn man versteht die Villa nur, wenn man auch die Bilder versteht. Das ist heute nicht so selbstverständlich. Aber damals, um die Jahrhundertwende, war die Allgemeinheit etwas mehr humanistisch orientiert und man verstand diese Bilder mehr, Stuck vielleicht noch mehr als manche andere. Stuck hat diese Villa ja nicht als Jugendstilvilla gebaut, sondern im Grunde im Hinblick auf eine Rückerinnerung an die Antike. Er selbst soll von sich gesagt haben, dass er sich als römischer Abkunft glaubt. Mag sein. In jedem Falle war die römische Antike für ihn im Zeitalter oder in der Epoche des Jugendstils, in der man eben nach neuen Lebensformen, nach Lebensreformen gesucht hat, war für ihn eine Welt, die fernab des christlich-abendländischen, bisherigen, sündenbelastenden Denkens eine Art Freiheit gebot, eine Freiheit, in der auch Freikörperkultur sich in dieser Zeit entwickelt hat,
die es ja heute noch gibt. Viele Dinge haben sich damals herausgebildet, von denen heute wenige wissen, dass sie damals ihren Ursprung hatten. Stucks Vorstellung von einer Welt zeigt sich in seinem Haus. Er lebt als Römer, er lebt in der Antike. Der Stil des Hauses ist, abgesehen von dem Begriff Jugendstil, eine Architektur, vielleicht eine der letzten großen und großartigen Architekturen des Symbolismus. Aber Symbolismus selbst ist kein Stil, sondern ist eine geistige Haltung, die eben nach Symbolen oder durch Symbole philosophistische Aussagen macht. Vom Vestibül angefangen bis hinein in die Räume und wieder zurück begleitet den Besucher damals wie heute ein Bilderprogramm und im Grunde ein Raumprogramm. Und ich weiß, ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren hat mir ein Wittelsbacher Prinz, der hier drüben seine Villa hatte und vor einigen Jahren gestorben ist, erzählt, er sei als Kind öfters mit Franz von Stuck hier zusammengekommen. Stuck hätte ihn an der Hand geführt und hätte ihn durch die Räume geleitet und ihm erzählt, dass sein Wunsch war, dass alle Leute und alle Besucher, alle Freunde das Haus nicht mehr verlassen konnten, ohne dass sie das gesamte Gebäude, die gesamte Einrichtung gesehen hat. Stuck hat sich die Freiheit erlaubt, aus zwei verschiedenen antiken Vorbildern, hier eines aus der Münchner Glyptothek, hier die ehemalige Sandalenbildnerin, ein neues Kunstwerk zusammenzufassen. Aber zu allen Reliefs ist zu sagen, sie wollen uns in ihrer Bewegungsrichtung durch die Räume führen. So zeigt auch hier dieses Götterzugrelief zeigt eine Richtung hinauf zur Treppe, unterhalb des Gorgonenhauptes mit einem tötenden Blick. Und am Aufgang begleitet Pan mit seiner Flöte noch einmal den Besucher und macht das Ganze ein bisschen ironisch, so wie Stuck auch seine Kunst in seiner Zeit verstand. Immer wieder sind Faune und Zentauren Motive seiner Bilder, Motive, die sich durch das ganze Werk Stucks ziehen. In Niederbayern, in dem kleinen Ort Tettenweiß, wurde Franz von Stuck 1863 als Sohn des Müllers Franz Seraf Stuck geboren. Die Mutter hat frühzeitig das Talent ihres Sohnes entdeckt und ihm das Studium ermöglicht, denn sie glaubte an ihn. Stuck besuchte die Kunstgewerbeschule in München und studierte unter anderem an der Königlichen Akademie. Seinen Unterhalt musste er sich selbst verdienen. So blieb ihm wenig Zeit für sein Studium. Doch Stuck war ein begabter Zeichner. Mit Zeichnungen für Allegorien, Embleme, Vignetten hielt er sich über Wasser. Bald empfahl man ihn weiter. Auch für Werbegrafik. Zum Beispiel entwarf er Etiketten für Weinflaschen. Reklamezeichnungen für die bekannte Marke Odol in verschiedenen Skizzen. Mit diesen Karikaturen machte sich Stuck allmählich einen Namen. Die Fliegenden Blätter, eine satirische Zeitung, druckten seine Zeichnungen und Karikaturen regelmäßig ab. Als Stuck 26 Jahre alt war, kam sein großer Durchbruch. Er hatte das Bild »Der Wächter des Paradieses« gemalt und im Glaspalast ausgestellt. Das Gemälde war eine Sensation. Stuck bekam dafür die begehrte Goldmedaille und 60.000 Goldmark. Die Besucher, die Malerkollegen, die Kunstkritiker, ja ganz München sprach vom »Wächter des Paradieses«.
Das Gemälde ist heute noch in der Stuckvilla zu sehen. Stuck gehörte nun zu den ganz Großen, zu den Malerfürsten. Er genoss den Ruhm. Man verlieh ihm den Titel eines königlichen Professors. War er doch inzwischen einer der Gründungsmitglieder der Münchner Sezession unter ausgesuchten, berühmten Künstlerpersönlichkeiten. Im Auftrag der Uffizien in Florenz malte Stuck für die dortige Künstlergalerie ein Selbstporträt. 1897 kam seine Tochter auf die Welt. Die Mutter des Kindes, Anna Maria Brandmeier, Stucks ehemaliges Modell, heiratete er nicht. Das Töchterchen aber wird von ihm adoptiert und auf den Namen Mary getauft. Stuck hing mit abgöttischer Liebe an seiner Tochter. Die ersten Gemälde entstanden. Viele folgten. Kurz darauf, 1897, nahm er Mary Lindpeintner zur Frau, eine junge Witwe von auffallender Schönheit und wohlhabend obendrein. Sie wurde die Patin der kleinen Mary. Sie war es auch, die Stuck überredete, eine Künstlervilla zu bauen. Nach einem Jahr, 1898, stand das Palais, von Stuck genau geplant, in der Prinzregentenstraße. Mit diesem Kaminzimmer schuf sich Stuck eine vollkommene Bühne für sein gesellschaftliches Leben. Man muss überhaupt betonen, dass die eigentliche künstlerische Leistung Stucks die Inszenierung seines Alltags war. Hier findet sich der Einsatz kompliziertester Mittel, um eine dekorative Wirkung zu erzielen. Stuck bringt in diesen Raum bereits zu einem frühen Zeitpunkt künstliches Licht ein, das auch noch bis heute so erhalten ist. Und die Wände hier fangen dieses sparsam gesetzte elektrische Licht ein. Die Goldmosaiken reflektieren es, brechen es. Das tun auch diese Spiegel der Fensterläden, die nachts geschlossen die Illusion einer Lichtwand bieten. Man muss sich das sehr viel dunkler alles vorstellen. In diesem Dunkel war dann auch nicht mehr überprüfbar, inwieweit Stuck echte Materialien einsetzt oder inwieweit er echte Materialien vortäuscht. Im unteren Bereich beispielsweise des Kamins findet sich ein sehr kostbarer Marmor. Im oberen Bereich dann ist dieser Effekt des Marmors gemalt. Ähnlich ist es mit den Wänden. Das scheint grün patinierte Bronze zu sein, in Wirklichkeit ist es Stuck. Und so geht es in alle Bereiche rein. Die Elfenbeinintarsien der Möbel werden an der Decke in Ölfarbe wiederholt. Diese Möbel entstanden nach dem Entwurf des Malers Franz von Stuck. Das war eine recht ungewöhnliche Sache, dass ein Maler sich um ein solches Thema kümmert. Aber Anregungen in der Kunstgeschichte, Anregungen für neue Vorstellungen von Raumkunst kommen sehr häufig von Malern her, weil nur sie es verstehen, Räume in ein Licht einzubinden, sämtliche Linien der Möbel dem Raum zuzuordnen, ein Farbschema zu schaffen, in das sich alles fügt. Und das ist Franz von Stuck hier gelungen. Die Möbel wurden nach Paris geschickt, auf die Weltausstellung 1900. Sie machten damals in Paris Furore. Und er erfuhr mit diesen Formbildungen genauso große Anerkennung wie als Maler. Als Vorbild nimmt er sich römische Möbel. Er gestaltet einen solchen Chimärenkopf beispielsweise nach erhaltenen römischen Marmormöbeln, weiß aber, sich von der Kopie zu befreien und gießt diesen antikischen Geist, den er anstrebt, in ganz neue Formen. So sah früher das Speisezimmer aus, das auch als Wohnzimmer benutzt wurde. Es liegt einige Stufen tiefer als die anderen Räume. Die großbürgerliche Einrichtung war im Gegensatz zu den Repräsentationsräumen eher gediegen.
Von hier aus hatte man auch Zutritt in den Garten. Die Räume im Erdgeschoss der Stuck-Villa sind heute eine Bildergalerie. Eine Bildergalerie mit Gemälden Stucks, die hier in großer Zahl zu sehen sind. Für seine Gemälde schafft Stuck auch eine ganz neue Rahmung, die er sich eigens überlegt hat. Und zwar grenzt er die Gemälde nicht gegen die Wand aus, wie man das vorher gemacht hat, mit einem umlaufenden goldenen Profil, was wie eine Aura, wie ein goldenes Feld, das also absperrt gegen die Umgebung, sondern mit einer flächigen Umrahmung schafft er eine Verbindung zur Wand und integriert das Bildmotiv mit dem Raum, in dem sich das Gemälde befindet. Die Bilder, die in den Ausstellungsräumen zu sehen sind, haben alle noch die wertvollen, von Stuck entworfenen Originalrahmen. Wir stehen hier vor einem der bedeutendsten, für Stuck erfolgreichsten Gemälde mit dem Titel Die Sünde. Dargestellt ist im Halbakt eine Frau, umgeben wie eine Boa, die damals auch Mode war, wie eine Boa umgeben mit einer Schlange, die züngelnd und faszinierend im Blick auf den Betrachter völlig ihn im Auge habend und ebenso faszinierend, beinahe hypnotisch in der Wirkung, blickt uns die Frau, die Allegorie der Sünde, entgegen. Es ist nicht ganz klar, ob mit Sünde die Frau als das ewige Weib der Verführung gemeint ist oder ob mit Sünde die Gefahr der Schlange gemeint ist. Das Weib als die Frau, die Eva, erfährt hier eine, ich möchte sagen, säkularisierte Umdeutung eines alten Bibelmotives. Es ist ja die Eva mit der Schlange im Grunde, die nun als entbiblisiert, nicht mehr aus dem Bibelkontext, sondern in neuem Zusammenhang, plötzlich eine neue Rolle der Frau aktualisiert. Das Bild ist nicht nur für Stuck und für seine Zeit so bedeutend gewesen, Stuck wusste auch darum. Nicht umsonst hat er dieses Bild eingebaut im großen Atelier, im ersten Stock dieses Hauses, in einem Altar, den Stuck schon früher aufgebaut hatte. Die Sünde war dann als Mittelbild eingebaut, begleitet von zwei Figuren. Eine alte, verblichene Fotografie zeigt den Raum des Ateliers, wie er früher ausgestattet war, zeigt den Altar, den großen Aufbau. Der Altar war für Stuck eine säkularisierte Form von Weihe und Huldigung der Kunst schlechthin. Stuck wurde häufig von den Kunstkritikern negativ beurteilt. Ihn ließ das unberührt. Nach wie vor blieb er der große Malerfürst, der zahllose Ehrungen erhielt. So unter anderem den Ritterverdienstorden der Bayerischen Krone, verliehen durch Prinz Luitpold. 1906 wurde Stuck geadelt. Jetzt war er Franz Ritter von Stuck und stand auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Lehnbach und Kaulbach mussten ihn anerkennen. Das Wappenemblem, ein springender Zentaur, hatte Stuck selbst entworfen.
Stucks Liebe zur Antike ging so weit, dass er auf Festen als Römer erschien. In Arkadien hieß das große Künstlerfest von der Allotria veranstaltet, zu dem Stuck und seine Frau als römisches Senatorenpaar erschienen. An Schönheit und Eleganz übertrafen beide alle Gäste. Von dem legendären Künstlerfest wurde noch Jahrzehnte gesprochen. Es war das letzte Fest dieser Art vor dem Ersten Weltkrieg. Reisen gehörte zur Bildung. Stuck und seine Frau fuhren unter anderem nach Ceylon, Ägypten, Griechenland, Italien. Wenn ich ein Gemälde verkaufe, kann ich davon ein Stück Welt ansehen, war sein Ausspruch. Leider hat er in Bildern nichts davon festgehalten. Einer der größten Höhepunkte seines Lebens, der 50. Geburtstag. Stuck wurde Geheimrat und Ehrenbürger der Universität München. Studenten und Freunde veranstalteten einen Fackelzug vor der Stuck-Villa. Auf dem Balkon stehend nahm Stuck die Huldigung entgegen. Später hielt er die Szenerie in diesem Gemälde fest. Am Abend fand in seinem Atelier ein Gala-Diner statt, zu dem Adel und Künstler geladen waren. Auch davon malte er ein Bild. In Tettenweis, in Stucks Geburtsort, wurde ebenfalls gefeiert. Die Tettenweiser versammelten sich vor dem Haus und ließen den Ehrenbürger hochleben. Seit 3 Jahren befindet sich im Geburtshaus von Stuck ein kleines Museum. Frau Eva Heilmann, Kunsthistorikerin, Ehefrau des Enkels von Franz von Stuck, hat die künstlerische Leitung des Museums und ist im Vorstand des Förderkreises Franz von Stuck. Wir befinden uns hier im Geburtshaus Franz von Stuck, in dem seit 3 Jahren ein kleines Museum installiert worden ist. Wir haben bisher 3 Ausstellungen schon gemacht. Die erste Ausstellung beinhaltete den künstlerischen Werdegang Stucks, seine Schulzeit, sein familiärer Hintergrund, dann die Akademiezeit, bis er sozusagen als Münchner Künstler Aufmerksamkeit errungen hat. Die zweite Ausstellung war sozusagen die Weiterführung der Künstler und seine Villa, dass er als Gesamtkünstler ein Werk geschaffen hat, das sowohl Architektur, Möbel, Ausstattung eben alles beinhaltet hatte. Und jetzt, im 3. Jahr, haben wir ein recht aktuelles Thema aufgenommen, und zwar Stuck und der Reichstagsbau. Stuck hatte wie viele andere deutsche Künstler während der Bauzeit Entwurfsaufträge bekommen für Reichstagsräume. Und so hatte Stuck hier 1892 einen großen Entwurf für einen langgestreckten Präsidialvorzimmer geliefert, das eine Arkadenstellung bildet mit Dionysos in der Mitte, dann die Artes Liberales und außen die Stände. Die ganze Geschichte war deckenübergreifend mit Tondi und im antikischen, renaissancehaften Muster Atlantenfiguren, die diese Tondi halten, und das übergriff die ganze Angelegenheit bis zum Fenstersims. Leider Gottes ist dieser Entwurf nicht realisiert worden, sondern er hat später noch einmal einen dedizierten Auftrag bekommen mit einem Thema, und zwar die Jagd nach dem Glück, die dann ausgeführt worden ist. Hier dargestellt die Glücksgöttin Fortuna auf einer goldenen Kugel davonrollend und die Jäger nach dem Glück in den verschiedensten Arten dargestellt. Diese beiden Entwürfe sind nachher als Gemälde von je 20 Meter Länge in Öl auf Leinwand ausgeführt worden. Sie sind geliefert worden nach Berlin, haben eine große Reichstagsdebatte, eine Grundsatzdebatte über Kunst, was ist Kunst, ausgelöst. Einige Abgeordnete haben
bemängelt, dass es Teufelsfratzen wären, die darüber hinaus die Wappen nicht stimmen würden. Jedenfalls die Mehrheit der Abgeordneten haben das Bild abgelehnt. Es ist nie an den Platz aufgehängt worden. Sie sind vermutlich verbannt worden auf die Speicher. Sie sind seitdem verschollen. Stuck bekam sein vereinbartes Honorar dafür. Und wie gesagt, leider Gottes wurden die Gemälde nie aufgehängt. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg plante Stuck den Anbau eines neuen Ateliers an seine Villa. Die Pläne entwarf er selbst und überwachte die Bauarbeiten. 1914 wurde der Atelieranbau fertig. Stuck wollte sich mehr der Bildhauerei widmen. Ich habe hier mehr Licht und mehr Platz, befand er, und zog in seine neue, helle Werkstatt ein. Ein schmuckloser Saal, sehr im Gegensatz zu dem aufwendigen alten Atelier. Leider kamen die Aufträge nur zögernd. Der Erste Weltkrieg hatte die Hoffnung Stucks, große Bronzeplastiken anzufertigen, zerstört. Lediglich kleinere Entwürfe kamen zur Ausführung. Heute wird das Atelier im Anbau, auch Kuppelsaal genannt, als Ausstellungsraum benutzt. Wie bedeutend war Stuck als Plastiker, als Bildhauer? Er hat ja kein sehr umfangreiches Oeuvre geschaffen, aber die wenigen Beispiele seiner Hand zeigen einen genialen, einen begabten Künstler. Sein erstes Werk, mit dem er sehr berühmt wurde, das in allen Zeitungen besprochen war, war der Athlet von 1892. Der Athlet, die männliche Kraft, der den Globus trägt, da steckt ein Stück Symbolismus drin. Die Glätte der Oberfläche, die Poliertheit zeigt natürlich, dass es sich hier noch ganz um ein naturalistisches, aus dem Historismus kommendes Auffassen handelt. Etwa um 1915, also mitten im Ersten Weltkrieg, beschäftigt sich Stuck ein erstes und letztes Mal in seiner Plastik und seinem Werk überhaupt in einer politischen Dimension. Er schafft eine Plastik, sie heißt Feinde ringsum. Der Titel ist natürlich Motto auch für die Zeit des Ersten Weltkrieges und der Situation Deutschlands. Man sieht hier deutlich, dass impressionistische Züge in der Plastik bei Stuck auftreten. Und er hätte natürlich bei seiner Begabung auch einer der großen Plastiker Deutschlands werden oder bleiben können. Aber die Zeit ist über seine Auffassung hinweggeschritten. Der nächste große Erfolg im plastischen Wirken Stucks ist ja seine Amazone. 1892 greift er für dieses Thema in das Repertoire der antiken Form zurück. Unmittelbar darauf gestaltet Stuck diesen Mädchenkopf um und es entsteht der Kopf für die Amazone, die heute vor der Villa steht. Eine nackte Amazone sitzt auf dem Pferd. Es kam ihm auf Gleichklang und harmonische Form an. Unter den Schülern Stucks waren viele, die später selbst berühmte Künstler wurden, so Josef Albers. Wassily Kandinsky war ein Jahr lang in Stucks Malklasse. Und um die Jahrhundertwende nahm Paul Klee Zeichenunterricht bei Stuck. Auch Karl Arnold war um 1900 sein Schüler. Von Arnold stammt auch die Karikatur von seinem Professor. Die Karikaturen erschienen im Münchner Simplicissimus. Stuck war dafür bekannt, dass er beim Malen vor der Staffelei einen eleganten Gehrock trug. Auch Gulbrandsson karikierte Stuck im eleganten Anzug mit schnaubenden Nüstern. Die Kritiker nannten ihn höhnisch den Maler im Gehrock. Mary und Franz von Stuck, ein sogenanntes Renommierbild. Thank you.
Stuck verehrte den Maler Velázquez. Dieses Familienbild malte er im Stil des spanischen Künstlers. Die junge Mary war neben seiner Frau das Lieblingsmodell. Mit 21 Jahren heiratete sie den Konsul Heilmann, einen Freund der Familie. Auch sie führte ein großes Haus, doch Stuck blieb der Mittelpunkt ihres Lebens. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde es still um Franz von Stuck. Der Zeitgeist hatte sich geändert. Zu seinem 65. Geburtstag verlieh ihm die Technische Hochschule die Ehrendoktorwürde. 6 Monate später starb Franz von Stuck an einem Herzschlag. Nach dem Tod Franz von Stucks kam das Haus, die Villa, in den Besitz seiner einzigen Tochter Mary, die mittlerweile mit dem Konsul Heilmann verheiratet war. Sie zog 1930 in das Haus ein mit 4 Kindern. Nun muss man dazu sagen, dieses Haus, das eigentlich nur für Stuck und seine Frau gebaut worden ist, hatte zwar unendlich viel Raum, aber eben Repräsentationsraum und kaum geeignete Kinderzimmer. Es war äußerst schwierig, diese Villa zu erhalten, zu bewirtschaften. Und selbst im Krieg wirtschaftete man weiter, bis 1944 das Haus einen Bombenschaden erhielt. Das Dachgeschoss brannte aus und ein Schwelbrand entstand im Inneren und hatte fast den historischen Kern gefährdet. 1945 wurde das Haus dann von den Amerikanern beschlagnahmt. Und als die Familie 1946 wieder Zugang in das Haus hatte, war das Mobiliar weitgehend verschwunden, bis auf das schöne historische, auf der Weltausstellung 1900 prämierte Mobiliar für die Repräsentationsräume. 1946 zog auch in den angebauten Atelierbau im Erdgeschoss die damals sehr berühmte Galerie Günter Franke ein. Und gleichzeitig wurde im Sommer dann vom Staat die Akademie der Tonkunst in das Haus eingewiesen. Natürlich brauchte die Akademie auch entsprechend Räumlichkeiten. So wurden kurzerhand in den großen Räumen Trennwände eingezogen und aus jedem Fenster schmauchte ein Kanonenöfchen. Und das war ein heilloses Konzert. Das ging Jahre weiter und 1950 kam ich dann in dieses Haus hinein durch die Heirat mit einem der Söhne der Mary Stuck. Mein Mann und ich lebten allerdings nicht sehr lange in der Stuck-Villa, aber meine Schwiegermutter bewohnte das Haus eigentlich bis zu ihrem Tode. Nachdem die Akademie der Tonkunst in ihre neuen Räume in der Ärztestraße gezogen ist, war das Haus leer, öde, eigentlich fast so tot wie ein Mausoleum. Aber sie war nicht dazu zu bewegen, das Haus zu verlassen, in dem sie ihre Kindheit verlebt hat, in dem sie glanzvolle Feste gesehen hatte und eben eine wunderschöne Zeit verlebt hatte. Sie wollte in diesem Haus auch sterben. Aber die ungeheuer viel Spaß in und mit dem Haus hatten, das waren meine Kinder, die als kleine Wurzeln beim Besuch ihrer Großmutter das Haus liebend gerne durchstreiften, auch mit einem Gruselschauer über den Rücken. Regina, übrigens, das ist meine jüngste Tochter. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, vage, denn ich war noch sehr klein und meine Geschwister nahmen mich immer mit, aber die Details sind sehr verschwommen. Übrigens, die Ähnlichkeit mit ihrer Großmutter ist wohl nicht zu verkennen. Ja, und ich sitze auch in dem Stuhl, in dem meine Großmutter von ihrem Vater gemalt worden ist. Und ja, wir leben mit den Dingen.
Wir sind als Kinder schon hier drauf rumgeturnt und die Erbstücke meines Urgroßvaters haben keinerlei Heiligenschein. Wir haben keine Scheu davor, damit umzugehen jeden Tag. Und durch den Umgang mit qualitätvollen Dingen hat sich bei mir und auch bei meinen Geschwistern eine Stilsicherheit, ein Farbgefühl, ein Formgefühl entwickelt, ganz unweigerlich, unbelastet von irgendwelchen Lehren und so weiter. Und es ist auch hilfreich für meinen Beruf. Ich bin Rahmenvergolderin und habe eine gewisse Formsicherheit, Farbensicherheit, die mir sehr zugute kommt. Nach dem Tod meiner Schwiegermutter 1961 erhob sich die Frage, was tun mit dem Haus? Wir haben vielerlei Verhandlungen geführt mit der Stadt, mit dem Staat. Es waren viele Schwierigkeiten. Und ein reiner Glückszufall war eigentlich das Auftauchen von Herrn Hans-Joachim Zirsch, ein Innenarchitekt, der eine zündende Idee hatte, das Haus wieder künstlerisch zu beleben. Das Haus wurde dann an Herrn Zirsch 1964 verkauft, der dort ein Museum einrichten wollte und in dem Atelierbau vielerlei Galerien, damit das Haus wieder ein künstlerisches Leben hat. Es wurde dann der Stuck Jugendstilverein gegründet und nach langwierigen Restaurierungsarbeiten konnte dann schließlich das Museum 1968 feierlich eröffnet werden.